Wusstest du schon, Elise war einst eine Dame des Hauses Kythera, einer mächtigen noxianischen Familie. Und damit sehr ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends Aram am Abend. Das letzte Mal haben wir ein bisschen mit Fiora getrollt. Und dieses Mal spielen wir aber ernsthaft mit Karma. Also ernsthaft Full AP. Darauf einen Tee. Kleiner Tipp, statt einmal eine heiße Tasse Tee eingießen, immer wieder. Gießt euch Tee ein, trinkt ein bisschen, der wird ein bisschen kalt über die Zeit und dann gießt einfach immer weiter Tee nach, während ihr trinkt. Dann kühlt der eingegossene Tee auch ab und er ist schneller trinkbereit und ihr könnt zügiger weiter trinken. Das ist ja eigentlich goldener Edding. Oh ja, das ist Edding. Oh, das riecht man meilenweit. Wenn man sich einen Edding in die Nase steckt und den dort stecken lässt, kann man an einer Alkoholvergiftung sterben. Unnützes Wissen. Na voll. Nutzt insoweit, dass ihr euch vielleicht keinen Edding in die Nase steckt und den dort drin lasst. Ach scheiße, langsam bin ich wieder müde. Oh, mir tut's so, das Genick weh. Was? Ich klicke gerade hier durch die Jodel-Dinger durch. Suche Puzzleunterlage. Ah. So, es wird mal wieder ein Standard-Game eigentlich. Oh, Bewicked Irelia, Irelia. Was? In der heulenden Schlucht. Was? Die Vasallen sind erschienen. Ist der Kumpel ein bisschen dumm? Ja, ist er. Wir alle müssen unsere Entscheidungen treffen. Sa elasa teravi. Batz. Achso, wir spielen aber Karma mit Dominance. Die Antwort liegt im Inneren. Leute, bleibt nicht da hinten stehen. Ich bin nicht euer fucking Tank. Ja, gut. Oh, wie die leiden. Zwei Wege vor mir. Er schlug einen weiteren.
Oh shit. So wie Ionia sich verändert, muss auch ich mich verändern. Zack. Noch machen sie den Bomben ja keinen Schaden. Aber noch mache ich auch keinen Schaden. Das kommt aber noch. Und dann werden die richtig böse umgebratzt. Oh, fast Brand getötet. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Friede. Ja, ich konnte das einfach aus. So wie Ionia sich verändert. Lathrianonvi. Oh. Zögert nie. Kann der dämliche Hurensohn mal aufhören, mich zu hitten? Und wieso steht mein Team die ganze Zeit unter meinem Turm? Ich weiß, wir haben einen schönen Turm. Das heißt nicht, dass ihr mit dem kuscheln müsst. Wenn ihr mit dem kuschelt, geht er down. Warum macht denn ihr sowas nicht, wenn ich dabei bin? Warum muss ich immer erst sterben, bis mein Team irgendwas tut? Oh, Fotze. Ist nicht. Das ist mein Farm. Und auch das ist mein Farm. Friede. Nie wieder werde ich tatenlos. Yo, Jenner Schild wird überbewertet. Ach so, gut. Das war auch cool dann. Dann nehme ich das zurück. Nami hat doch kein Mana. Gut, das, ja, gut, das ist blöd. Sauber. So, alle wirken ihre Schildaufnahme, damit die bloß nicht drauf geht. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Dachtet ihr, ich gehe in die offensichtlichen Leute rein? Konzentriert euch. Ah, fuck. Zögert nie. Das ist übrigens die echte LeBlanc, ne?
Meins. Okay, danke. Scheiße. So wie Ionia sich verändert, halt auf die Kraft. Konzentriert euch. Oh komm, kann ich einmal was treffen heute? Nicht nur mit Fiora habe ich so schlecht geschossen. Oh shit. Yo. Das Schlimme ist, ich habe dazu beigetragen, mein Team auszuradieren. Ich bin mit der Bombe da reingerannt. Ich brauche ganz dringend Lunes Echo, ne? Also ich kaufe mir erst einen Stab der Zeitalter. Und danach Lunes Echo. Wir haben gelitten. Na, Brand hat schon Lunas. Wo hab ich denn jetzt hingeschossen? Vor allem, es war abzusehen, dass die dort hochrennt. Und mindestens ihr Team hätte ich gehittet. Wenn schon nicht sie. Konzentriert. Ja klar, weißt du, Lulu hittet mich, aber ich sie nicht, oder was? Wo gibt's denn sowas? Die Antwort liegt im Innen. Friede. Aua. Forza Elisa, de la vie. Konzentriert euch. Für wenigstens ein Assist. Ja klar, tötet mich die Fotze instant. Weißt du, LeBlanc-Spieler sind reiner Abschaum. LeBlanc-Spieler sind so wertloser Abschaum. So wie Ionia sich verändert, muss auch sich nicht verändern. Mein Gegner wurde getötet. Konzentriert euch. Oha. Zögert nie. Shit. Wer von uns hat... Oh, Shaco. Konzentriert euch. Ich sah zwei Wege vor mir. Und er schlug einen weiteren. Zögert nie.
So, erstmal Jenna shielden. Jenna und Nami sind die wichtigsten aus unserem Team. Ah, scheiße. Ah, sehr gut. Keine Sorge, ich habe auch noch ein Shield. Ich glaube, ich habe den stärkeren Shield, weil ich voll AP gehe. Zögert nie. La Frianondi. Ah, fuck. Ah, will die engagen? Nee. Schade. Das hätte Lulus Leben gekostet. Konzentriert euch. So, erstmal weiter shielden. Ach stimmt, ich habe hier keinen Kometen, weil ich ja die andere Keys to Mastery drin habe. Konzentriert euch. Ich habe ja Dominance drin. Nope, 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 nope. Ah, scheiße. Nie. Oh, dann halt nicht. Na, scheiße. Das Coole ist, ich heil mich halt über meine Fähigkeiten, ne? Durch Dominance. Ui, lol. Konzentriert euch. Zögern bedeutet versagen. Frieden. Sag mal, wieso schieße ich meine ganzen Fähigkeiten eigentlich voll ins Nirvana? Zögert nie. Kann mir das mal einer erklären? Die versucht halt auch immer wieder, ne? Scheiße. Einfach scheiße. Ich kriege ja keinen Kill in diesem perfekten Game.
krieg echt keinen Kill in diesem Scheißspiel. So, wen honoren wir? Ich will beide Supporter honoren. Nami, Entschuldigung, Jenna. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.